hat der Kollege Volker Beck für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch ich möchte mit einem Dank beginnen. Ich bedanke mich bei den Koalitionsabgeordneten, insbesondere bei Kerstin Kriese und Franz Josef Jung, dass sie meinen Vorschlag aufgegriffen haben, dass wir eine Initiative ergreifen für einen Bericht zur weltweiten Lage der Religions- und Glaubensfreiheit. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben so einen regelmäßigen Bericht. Und ich finde, der ist eine gute Grundlage zur Versachlichung der Debatte. Und deshalb hoffe ich, dass mit diesem Bericht im nächsten Jahr das der erste Schritt ist, dass Deutschland diesem Beispiel folgt. Denn Religionsfreiheit ist ein zentrales Menschenrecht. Und Kerstin, du hast es richtig gesagt, Religionsfreiheit ist immer die Freiheit der anderen, die respektiert werden muss. Und der Sinn von Religionspolitik ist Religionsfreiheit. Und gleichzeitig wissen wir, dass auf dieser Welt viele religiöse Minderheiten verfolgt werden und auch Minderheiten innerhalb der Mehrheitsreligion, oftmals mit anderen Auslegungen, anderen Praktiken, anderen Obedienzen in Gefahr laufen, verfolgt zu werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns dieses Themas intensiver annehmen. Mir war es wichtig bei dem Antrag, dass wir auch deutlich machen, es geht um alle drei Dimensionen der Religionsfreiheit. Die individuelle Religionsfreiheit, seinem Glauben gemäß zu leben, ihn zu bekennen, den Praktiken seiner Religion zu folgen, aber auch kollektiv als Glaubensgemeinschaft religiöse Gebäude zu errichten, zu missionieren, sich zu artikulieren in der Zivilgesellschaft. Und die negative Glaubensfreiheit, nicht von den Glaubensvorstellungen anderer in seinem Leben bedrängt und verfolgt oder schikaniert zu werden. Und ich glaube, wenn wir es richtig angehen und diese Debatte nicht nur immer unter dem Rubrum Verfolgung von Christen machen, sondern ernsthaft um die Rechte auf Glaubensfreiheit von Christen, Muslimen, Hindus, Baha'i und anderen Wert zu legen, dass es vielleicht auch eine Brücke zwischen den Kulturen außenpolitisch werden kann für im Dialog über Menschenrechte. Weil nicht jede Religion ist irgendwo auf der Welt Mehrheitsreligion, aber jede Religion ist irgendwo auf der Welt in der Minderheitensituation und auf den Respekt der Mehrheit bei ihrer Religionspraxis angewiesen. Und das könnte eine Brücke zwischen den Kulturen sein, wo man vielleicht auch Verständnis noch in Regionen und bei Staaten weckt, die die Religionsfreiheit der Minderheiten heute noch mit Füßen treten. Und Verfolgung aufgrund der Religion ist leider bitterer Alltag. Im Iran sitzt der gesamte Führungskreis der Baha'i-Religion im Gefängnis und wurde zu 20 Jahren verurteilt, für nichts anderes als für Mitglied der Baha'i-Religion zu sein. Im Sudan sitzen gegenwärtig zwei südsudanesische Pastoren, Michael Yat und Peter Reit, ein mit der Gefahr, dass an ihnen die Todesstrafe vollstreckt wird. Wofür? Michael Yat war beim Besuch im Sudan am 21. Dezember verhaftet worden, nachdem er am selben Tag in einer Kirche in Khartoum gepredigt hat. Sie haben Saudi-Arabien angesprochen. In Saudi-Arabien ist es eine Straftatbestand, eine Bibel zu besitzen, an einem Gottesdienst christlicher Konfession teilzunehmen, und der Übertritt vom Islam zum Christentum oder einer anderen Religion wird mit dem Tode bestraft. Und da finde ich es auch richtig, Herr Kauder, dass wir jede Waffenlieferung, nicht nur die Panzerlieferung, die wir jetzt abgesagt haben, an ein solches Verfolgerland einstellen. Ansonsten ist unsere Politik für verfolgte Christen und für Glaubensfreiheit leider nicht ganz so glaubwürdig. Aber es geht nicht nur um verfolgte Gläubige, es geht auch für Verfolgung im Namen des Glaubens. Und das ist nicht nur ein Problem der IS, es ist auch nicht nur ein Problem von islamischen Gruppierungen, es ist auch ein Problem innerhalb des Christentums.
Wenn in Uganda unter Einfluss amerikanischer Evangelikaler versucht wird, jedes Reden über Homosexualität zu bestrafen, nachdem dort schon für homosexuelle Handlungen die Strafbarkeit auf Lebenszeit im Strafrecht niedergelegt ist, dann ist das eine Verletzung der negativen Glaubensfreiheit der Menschen, die da bestraft werden sollen. Und wenn in Nigeria die katholische Bischofskonferenz einmütig den Staatspräsidenten dafür lobt, dass er ein antihomosexuellen Gesetz unterzeichnet, dann ist das eine Verletzung für Glaubensfreiheit. Aber wir sollten nicht nur, und das ist ein wichtiger Punkt bei der Glaubwürdigkeit unserer Politik als Europäer für Glaubensfreiheit, auf andere zeigen und so tun, als ob das alles eine Frage ist, die nur außerhalb des europäischen Kontinents ein Problem ist. Auch in unserem Land wird diskutiert, ob Muslime Moscheen mit Minaretten bauen dürfen. Und in der Schweiz gab es dieses Plakat, das den Bau von Minaretten und das Tragen von einem Schleier bei Frauen generell denunziert und damit antimuslimische Hetze propagiert wurde und die Religionsfreiheit der Muslime, Moscheen zu bauen, wurde in Frage gestellt, beziehungsweise es wurde schlichtweg verboten. Ich finde gut, dass der Deutsche Bundestag auch Kollege mit der Begründung Beck, in diesem Antrag, ist mein letzter Satz, feststellt, dass auch zur Glaubensfreiheit gehört, entsprechend den Sitten und Gebräuchen einer Religionsgemeinschaft Gotteshäuser zu errichten. Es ist ein guter Tag, glaube ich, für die Religionsfreiheit, dass wir hier einmütig im Hohen Hause dies nach außen tragen und da vielleicht auch zur Befriedung der Debatte in unserem Land einen Beitrag leisten. Vielen Dank. Für die CDU